Jetzt können wir mal ein Video schneiden gehen, wa? Bis dann, Freunde. Herzlich willkommen wieder bei Stichler TV, wieder mit mir Dominik, und heute stelle ich euch die Amiot 101 vor. Das ist eine Shisha aus dem Hause Eng. Vielleicht ein bisschen bekannter für euch. Amir, warum der Name jetzt? Amir ist quasi der kleine Sohn von dem Geschäftsgründer, sage ich mal. Und ja, es gab halt dann eben die Idee, wie wäre es, eine Marke rauszubringen, beziehungsweise nach dem Namen quasi vom Sohn. So habe ich es zumindest verstanden, wenn was falsch dran sein sollte. Ibrahim, entschuldige mich. Auf jeden Fall, quasi gibt es halt jetzt Elnu und Amir. Beide werden gleich produziert. Dafür vom Design her ist Amir ein bisschen anders. Amir steht, glaube ich, eher dafür, dass es robuster aussieht, schwerer und ja, beispielsweise auch hier so, upsala, auch mit so Spikes. Ja. Das gibt es bei Elmi-Produkten nicht, das gibt es nur quasi bei Amir. Ich finde, dass Elmi ist was schön Schlichtes und Amir ist so richtig rustikal. Ja. Aber das ist Geschmackssache, ja. Auf jeden Fall stelle ich euch heute die 101 vor. Das ist auch schon die Bowl dazu. Die ist auch ganz schön schwer. Wie bei den meisten Amy-Produkten, oder in dem Fall jetzt Amir, haben wir hier unten eine Aussparung für eben bekannte LED-Untersetzer, die eben genau da reinpassen. Die Bowl ist echt riesig. Für meinen Geschmack zu groß, definitiv. Deswegen, also für mich wäre das jetzt von der Größe her schon brachial, aber gut, gehen wir mal weiter zu der Base. Die Amir Base ist ähnlich wie die ganzen Amir Deluxe, normal, standardmäßig, schlicht gehalten. Hier innen drin müssen wir eine Dichtung reinmachen. Bitte denkt daran, Leute, wenn ihr so eine Pfeife habt mit einem Vierkammersystem, denkt an diese Dichtungen, die dabei sind. Einfach die hier einlegen. Dann haben wir jetzt mittlerweile Kunststoffplättchen, vorher waren die aus Metall oder Aluminium halt, und das war so nervig mit diesem Metallblättchen. Klar steht es ein bisschen mehr für Qualität, aber die waren ganz schnell immer verkalkt und man konnte die nicht richtig reinigen. Ja? Und deswegen, ich hoffe, das wird mit dem Plastikblättchen hier einfacher. Ist jetzt auch nicht ganz dünn, das ist schon dick, dickes Plastik, Hartplastik, aber ich hoffe, dass es einfach dadurch leichter wird. Wer jetzt nicht weiß, was das Vierkammersystem ist, ich habe das schon häufig angesprochen. Es ist einfach ein System, das quasi, wenn ihr reinpustet in den Bowl, dass ihr dann quasi den ganzen Rauch mit einem Zug eigentlich wieder weg draußen habt. Ja? Und wenn ihr dann wieder einzieht, habt ihr den frischen Rauch, sage ich mal, ähnlich wie ein Closed Chamber System. Nur, dass das Vierkammersystem halt auch von Amy patentiert worden ist. Anschließend, wenn ihr diese Platte hier drauf gemacht habt, bitte darauf achten, dass halt immer diese Löcher genau da sind, wo die auch die Anschlüsse sind. Sonst verstopft ihr euch alles nur, das bringt ja nicht viel. Dann am besten Finger draufhalten und das Tauchrohr eindrehen. So, jetzt ist das schön fest verbunden. Die Amir kommt mit zwei Schlauchanschlüssen, aber nicht mit irgendwelchen Schlauchanschlüssen, sondern mit den klassischen 360 Grad Schlauchanschlüssen. Sprich, das kann man hier mit einem Plug and Play quasi drauf machen, und dann habt ihr quasi, wenn ihr den Schlauch hier direkt dran macht, könnt ihr den Schlauch eben bewegen. Ja? Ganz praktisch, wenn ihr quasi hier, die Shisha steht hier, ich will rauchen, da drüben will jemand rauchen, kann man es so rübergeben und der Schlauch knickt nicht um. Schöne Sache auf jeden Fall. Ja, an sich, die Verarbeitung passt auch. Also, die Pfeife kostet 199 Euro. So, gehen wir jetzt mal weiter auf die Rauchsäule. Hoppala, mein Tisch lebt noch. Die Rauchsäule ist wirklich brachial. Also das ist wirklich schwer. Und ja, diese Spikes kann man auch abschrauben. Ich denke mal, die wurden halt dran geschraubt. Ne? Sonst wären diese Spikes, glaube ich, nicht möglich. Deswegen werden die dran und abgeschraubt. Ich hätte mir gewünscht, dass man, wenn
weil man wird eh nichts zum Austauschen dazu kaufen können, glaube ich, dass man wenigstens da ja noch irgendwas mitgeschickt hätte, dass man die auch anders machen kann, dass man quasi nur so ganz flache Teile drauf machen kann. Weil das sind halt jetzt wirklich so spitze Spikes. So spitz sind die jetzt nicht. Also ist jetzt keine Waffe, ja. Aber nee, das geht schon klar. So, wenn wir das Ganze jetzt hier draufschrauben. So. Ich muss sagen, Respekt. Ich dachte eben, wo ich das einmal an den Tisch gehauen habe, das ist ein Glastisch, dass der Glastisch jetzt zerspringt. Gut. Also somit werde ich sicher eigentlich jetzt schon hier fertig. Wir haben jetzt hier noch aus Edelstahl ein Molassefänger. Muss ich sagen, ist schöner als bei der engen Federstil, die ich schon vorgestellt habe, weil sich das da recht schnell verkeilt und das finde ich nicht so perfekt verarbeitet war wie das hier. Also das ist schon hier, ja, aber auch wieder schwer. Ja? Also ich finde, die Optik erinnert so ein bisschen an eine Handgranate. Es ist halt wie gesagt, boah, ja, ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht mehr sagen. Ja? Aber ich weiß, dass es da draußen Leute gibt, die es eben wirklich feiern. Und deswegen alles gut und schön. Ich stelle es euch einfach nur mal vor. Dann habt ihr eine Unterlegscheibe. Einfach drauflegen. Der Kohleteller. Ja, der ist auch etwas größer. Und dann kommt eben euer Topfadapter drauf. Ne? Der wird dann draufgeschraubt. So, und dann ziehen wir uns mal den Bowl her. Und wir haben natürlich ein Klicksystem. Also drauf und einmal einklicken, fertig. Und ja, jetzt haben wir hier die Amiel 101 stehen. Dazu gehört noch ein Schlauch, ein ja, Schlauchhalter, der ist mit dabei, den habe ich jetzt nicht installiert. Dann noch weitere Dichtungen, ja, können wir auch runterschmeißen, passt schon. Dann ein Mundstück von Amiel, das ist ja, easy going, einfach nur zusammenschrauben. Das war's. Also da brauche ich euch nicht viel erklären. Liegt leicht in der Hand, hat eine schöne Öffnung, ist ein schönes Standardmundstück. Also da kann man absolut nicht meckern. Man kann ja jetzt nicht sagen, was ist das für ein Scheiß, was da mit dabei ist. Nee, es ist wirklich ordentlich, es fühlt sich gut an in der Hand. Da bin ich wieder, Leute. Also die Pfeife ist angeraucht, die Amiel 101 ist angeraucht und ich rauche gerade Prudi. Wer wissen will, wie die schmeckt und alles, einfach in die Beschreibung ins Video klicken. Des Weiteren habe ich hier alle Powergetränke von Amy stehen. Und da auch die Anfrage mehr oder weniger schon mal war, wie die eigentlich schmecken. Mir persönlich schmecken die beiden sehr. Also dieses, warte mal, wo haben wir stehen? Limette Minze. Und Mango Maracuja, die schmecken sehr, sehr gut. Alle Getränke kann ich nur empfehlen, sehr gekühlt zu trinken. Warm schmeckt es mir persönlich kaum. Also da geht das gerade noch so klar. Aber beispielsweise Limette Minze schmeckt wirklich nur eisgekühlt, also wirklich schön kalt. Weil sonst könnte ich das beispielsweise kaum trinken. Der Doppelapfel, ich bin ja auch kein Mega-Fan von Doppelapfel. Mittlerweile schon mehr, ich rauche immer mehr Doppelapfel. Ich weiß, die Doppelapfel-Lover werden jetzt sagen, der raucht keinen Doppelapfel, das ist eine Geschmackssache, Leute, chillt. Aber einige Doppelapfel-Raucher, die das jetzt hier schon getrunken haben bei mir, haben gesagt, oh mein Gott. Also der Doppelapfel schmeckt den meisten nicht so wirklich. Ja, also das kann ich jetzt schon sagen, ehrliches Feedback. Doppelapfel ist, naja, aber es wird bestimmt Leute geben, die das auch feiern. Aber der Lakritz, sag ich mal, Anisgehalt ist sehr hoch, finde ich, bei dem Getränk. Und das ist, man muss es wirklich mögen, ja. Für die meisten werden die beiden Sachen sehr interessant sein. Den normalen Energy habe ich noch nicht getrunken. Machen wir mal den Test. Wonach das schmeckt. Ja, das wird wie ein Energy schmecken, weiß ich nicht. Ja, schmeckt ganz normal wie ein Energy. Ja. Vielleicht vergleichbar mit dem Effekt. Wer die kennt, schmeckt nicht wie Red Bull, schmeckt eher wie diese Effekt-Getränke. Wie gesagt, die hier schmecken wirklich, das schmeckt fast schon so ein bisschen, das Limette Minze schmeckt fast schon so ein bisschen wie, ja,
Ja, also es soll ja alles nach dem Tabak eigentlich gehen. Ich finde, es schmeckt jetzt nicht 1:1 wie der Tabak, es schmeckt aber trotzdem sehr gut. Es schmeckt fast schon wie so ein Mojito, nur ohne Alkohol halt. Würde ich fast schon sagen, ja, doch. Und das ist einfach schön fruchtig in die Fresse rein. Also muss ich sagen, die beiden schmecken mir sehr. Das habe ich jetzt mir erstmal probiert. Ist auch nicht schlecht, normaler Energy halt, ja. Genau, gehen wir mal weiter auf die Pfeife ein. Jetzt habe ich viel zu lange über diese Getränke gequatscht. Aber es gibt ja Leute, die das auch interessiert. Also rauchen tut ihr super. Wir sehen jetzt hier den Rauch. Ich habe die Bowl mal eingefärbt, das ist Wasser. Wir sehen jetzt den Rauch. Achtung, ich puste mal rein. Einmal kurz richtig reingepustet, der Rauch ist komplett weg. Also klar, ich habe jetzt kräftig gezogen, also gepustet, aber der Rauch ist weg. Also wenn ich jetzt wieder reinziehe, sofort wieder Rauch da. Also das Vierkammersystem bewährt sich weiterhin gut. Dann hier das Kugelgelenk, sage ich mal, funktioniert auch super. Und an sich ist es halt eine robuste Pfeife. Ja, ganz klar. Sind diese 200 Euro gerechtfertigt? Ich finde, bei dem Lieferumfang ja, schon, weil ihr wirklich alles mit dabei habt. Und ihr habt auch keinen Scheiß mit dabei. Meistens ist es so, wenn ihr eine Pfeife für 80 Euro oder knapp 100 Euro kauft, habt ihr einen scheiß Standardschlauch mit dabei. Oder gerade mal einen Silikonschlauch, aber mit so einem komischen Mundstück, was niemand will. Und ich muss sagen, hier ist alles dabei. Es ist ein Klicksystem, es ist ein Vierkammersystem. Wir haben hier dieses Gelenk, diese Gelenkkugel drin. Wir haben zwei Schlauchanschlüsse mit dabei. Wie gesagt, ich habe nur einen Angel drauf gemacht. Und wir haben hier einen Molassefinger, der auch sehr wertig ist. Also im großen und ganzen Paket ist es super. Zange natürlich auch mit dabei. Also so Kleinigkeiten halt. Also ihr könnt normalerweise, wenn ihr eine Amir und eine Amy Edelstahlpfeife holt, könnt ihr direkt loslegen. Ja, also braucht ihr nicht mehr viel kaufen. Ich muss sagen, ich bin kein Fan von den Tonköpfen bei Amy, die mit dabei sind. Ist nicht so meins, also das ist, finde ich, nicht so die beste Qualität. Aber der Aufsatz wiederum, der Kamin, der mit dabei ist, der geht auf jeden Fall klar für andere Köpfe. Ja? Deswegen, aber es ist trotzdem für jemanden, der einsteigen will, eine super Pfeife. Also das finde ich. Und das ist meine ehrliche Meinung. Ja? Und deswegen würde ich sagen, Kauf lohnt sich. Vor allem, wie gesagt, aktuell jetzt bei Relaxshop bis Ende des Jahres 16% auf alles außer Tabak. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Mein Gewinnspiel läuft ab dem 1. Dezember. Wisst ihr, wenn ihr in Facebook aktiv seid, da habe ich ein Video online gestellt. Da geht es sich darum, dass ich ein Adventskalender-Gewinnspiel mache. Sprich, jeden Tag bis zum 24. werden Dinge verlost. Natürlich günstige Sachen, also etwas. Ja, nicht die krassesten dran, aber dafür auch Pfeifen sind mit dabei. Kohle ist mit dabei. Aber nicht nur ein Kilo, sondern ein bisschen mehr. Ne? Also das ist wirklich für jeden was dabei, sag ich mal. Ne? Und ihr habt 25 Gewinne, sprich am 31. wird auch nochmal was verlost. Man könnte schon meinen, das wird was Größeres. Ja? Also an jedem roten Tag, schaut euch einfach mal die Grafik an, an jedem roten Tag, 6., 24. und 31. gibt es was etwas Besseres zu gewinnen, einen größeren Warenwert. Insgesamt ist der Warenwert bei 750 Euro. Also da haben wir uns nicht lumpen lassen. Vielen, vielen Dank nochmal an die Relax Shops. Also Raunheim, dann Offenbach und Frankfurt. Vielen Dank dafür, ihr habt das ermöglicht und euch quasi, für euch quasi könnt ihr jetzt dann ordentlich was gewinnen. Und ich würde sagen, das war's auch schon wieder. Einfach mal Facebook abchecken und ich würde sagen, guten Rauch. Bis zur nächsten Shisha TV Folge. Bis dann. Ciao.